Okay. Er ist fast down eigentlich. Das war kein schöner Geselle und ich habe vergessen, das Rüstungsteil rauszupacken. Okay. Oh, eine Truhe. Okay, Zutaten. Sprich, Freund. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Hier hinten wächst noch Grünmond. Ja. Ja, jetzt können wir dem Ogre, nachdem wir ihn getötet haben, sprich, Freund, ihm noch seine ganzen Kräuter klauen. Hier entlang. So, da haben wir wieder ein bisschen was zusammen. Und ich glaube, über die Brücke kommen wir dann langsam raus. Oh, eine Smaragdspinne gibt es hier auch noch. Meint ihr? Candidus, sprich, Freund. Yandra Aikara. Mandaya Iovanda. Ast. Mein Atem geht ruhig. Okay, ich bin dank Smaragd-Spinnengift bewusstlos. Gut, bei dem Ding benutze ich mal die Tierkunde. Mal gucken, was wir rauskriegen. Oh, nettes Zeug. Auf jeden Fall zum Verkaufen. Sanja. So, dann sammeln wir mit Gwendala noch das Zeug ein, was wir hier so finden. Oh, sehr viele eitrige Krötenschemel, die da wachsen. Ja? Noch eine Einbeere? Ah, noch eine Einbeere. Na, da war nicht viel zu holen. Gut, okay. Ich
Geschichte. Na, wo ist das Belmat hier versteckt? Gwendala? Immer noch Gwendala? Hey. Ah, da ist das Belmat. Kaum zu sehen. Ja, und da geht sie den Fürstentum Kosch. Das heißt, wir sind fast wieder draußen. Und ja, eitriger Krötenschemel in einer schönen Formation. Man merkt irgendwie, Gwendala hat da ein Händchen für. Jedenfalls haben wir bei ihr nicht so viele Fehlschläge wie bei Olana. Ja, Reise fortsetzen. Jetzt kommen wir endlich mal in den Blutbergen an. Okay. Mein Atem geht ruhig. Also wir können uns erst hier umsehen, bevor wir über die Brücke gehen. Hier in dem netten kleinen Waldstück. Was ist das? Gullmond. Ah, hier. Auch wenn es hier nicht viel zu geben scheint. Weil überall hier geht es ins Fürstentum Kosch zurück. Also wir müssen wahrscheinlich über die Brücke. Warum der wohl Dunkelforst heißt? Ich finde es eigentlich ganz nett hier, so friedlich und still. Ja gut, wir sind ja noch nicht über die Brücke. Da oben ist auf jeden Fall wieder eine Blitzkuppel zu sehen gewesen. Mal gucken, hier unten ist mehr von den Conchinis. Zeug. Ja, wenn wir hier weitergehen, allerdings gibt es keinen Weg weiter. Also auf die andere Seite kommen wir dann irgendwie anders. Ich erinnere mich noch dran, der Dunkelforst war einer der längeren Maps. Also noch länger als Moorbrück eigentlich. Hey, du da! Du willst doch nicht etwa hinauf zur Burg, oder? Da kommt nämlich niemand rein. Aber wenn du gerne lange Aufstiege magst, bitte. Okay. Keiner? Meinst du, ich gelange auch nicht in die Ruine? Ne? Und was hofft wohl jemand wie du dort zu finden? Ich suche ein altes Buch. Es soll vor kurzem in der Ruine aufgetaucht sein. Es soll da ein großer Zwergenschatz verborgen sein. Will ich heben, aber erzähl's nicht weiter. Sind wir mal ehrlich.
Dann haben nicht nur wir Schwestern Satuarias bemerkt, dass in der Ruine Seltsames vor sich geht. Hör zu, ich bin eine Hexe des Dunkelwaldes. Vielleicht können wir dir ja helfen, in die Ruine zu gelangen. Aber eine Hand wäscht die andere. Eine Hexe? Mit dir mache ich keine gemeinsame Sache. Scher dich fort. Na gut, was willst du? Sind wir mal ruppig. Wir sind ein Zwerg. Zwerg und Hexe passt nicht zusammen. Das gestohlene Wissen. Ohne das Buch aus der Ruine, das hatten wir schon, überminde den magischen Schutzwall. Der Zugang zur Ruine wird durch einen magischen Schutzwall von ungeheurer Kraft versperrt. Ich muss einen Weg finden, die Barriere zu durchbrechen. Zerstöre den Schutzwall. Ich werde nicht hier in die alte Burgruine gelangen, bis es mir nicht gelungen ist, diesen mächtigen Schutzwall zu zerstören. Keine leichte Aufgabe, aber ich muss das Buch im Inneren der Ruine finden. Gut, dann gehen wir erstmal nach oben und gucken uns mal diese Kuppel an. Mal gucken, was wir so auf dem Weg finden. Kleine Abzweigungen, die aber nirgends hinführen. So wie es aussieht, geht's hier unten drunter lang. Sprich, Freund. Lass dich treiben. Und ja, im Allgemeinen muss ich Gladys zustimmen. Der Dunkle Forst ist wieder eines der schöneren Gebiete. Moorbrück war ja... Sanja. Moorbrück halt. Ja. Ich weiß nicht, zu Moorbrück gibt es nicht viel zu sagen. Es ist ein Sumpf. Punkt aus Ende. Und ja, wir kommen hier oben hin, aber hier geht es definitiv nicht weiter. Wir sehen aber netterweise, dass alles dahinter voll ist, voll Drachenkultisten. Gut, dann haben wir wohl eigentlich keine Wahl und müssen uns die Hexe anhören. Wer weiß denn sonst, wer uns noch helfen kann, aber ich muss sagen, die Aussicht von hier oben ist nicht schlecht. Auch wenn wir in den Forst nicht großartig reinsehen können vor lauter Bäume. Ja, wenn man die Bäume vor lauter Wald nicht sieht. Ja, das haben wir ja schon die bessere Armbrust gemacht, oder? Ja, almandische Armbrust. Wie viele Bolzen hat sie eigentlich jetzt bei den Ratten verschossen? 19. Du hast noch ein paar Pfeile, gut. Also gut, Hexe, was kannst du uns sagen? Was sollen wir für dich tun? Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Ja, was machst du hier? Na was schon, ich hüte die Schweine zur Eichelmast. Früher war ich Köchin bei einem Ritter, aber er meint, ich würde zu viel trinken, der Armleuchter. Wir sprachen doch vorhin über, ich bin kein gedankenlesender Elf, was meinst du? Darf ich dich etwas fragen? Ja. Wieso hütest du Schweine, wenn du eine zaubermächtige Hexe bist? Du weißt nicht viel über die Hexerei, oder? Hexen verbergen ihre wahre Natur auch vor ihrer Umgebung und gehen ein gewöhnliches Leben als Bäckerin, Magd oder Jägerin nach. Als Hirtin habe ich ein gutes Auskommen. Ich habe noch eine andere Frage, ja? Was sind Hexen? Oh, neugierig. Wir Töchter Satuarias leben für eine Zauberei der Gefühle, Leidenschaft und der Natur.
Jede Hexe gehört einem örtlichen Zirkel an, der sich zu wilden Hexenfesten im Feuerschein trifft. Verstaubte Bücher, stubenhufige Rom sind nur etwas für engstirnige Gildenmagier. Ich habe noch andere Fragen, ja. Was gibt es über den Dunkelwald zu erzählen? Außer der Ruine Blutberge liegt das Gut Dunkelforce in der Nähe. Ich höre die Schweine des Gutes zur Eichelmast und tausche mich gerne mit der Weberin Morla aus, die meine Gesinnung teilt. Reisende sollen sich vor Wölfen und Feuerfliegen nachnehmen. Dabei ist auch das Revier von Humbert und seinen Räubern, aber hier hat man nichts vor ihm zu befürchten. Er führt seine Überfälle nur an der Straße nach Ferdok aus. Außerdem brennt er einen guten Schnaps.